Liebe Freunde, das ist der absolute Wahnsinn. Sowas habt ihr auch noch nie gesehen. Stellt sämtliche Kochprozesse komplett auf den Kopf. Aber was soll ich euch erzählen? Guckt doch einfach zu! Eine Fertigsuppenpizza. Die haut selbst den Hoffmann um. Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus. In die Fertigsuppenpizza kommt rein ein Ei, zwei Packungen Chinasuppe, 100 Gramm Gouda-Käse, 100 Gramm Mais und 50 Gramm Tomatenmark. Die restlichen Zutaten liegen auch parat. Dann kann's ja losgehen. Liebe Freunde, das muss ich wirklich mehrfach lesen, weil ich möchte jetzt hier keine Fehler machen. Keine. Schon mal gar nicht fachliche. Fertigtütensuppen. Wie? Nicht genügend Muckis? Scheitert der Hoffmann schon an der Verpackung? Hoffmann kämpft mit der Tütensuppe. Und mit dem Rezept. Und jetzt kommt's. Die Würzmischung kommt nicht in das Wasser hinein. Nein, da kommt eine Prise Salz rein. Wie normale Nudeln kochen. Weil die Würzmischung, die brauchen wir gleich für was anderes. Alles anders bei dieser Pizza. Mit dem Hühnchen geht's weiter. Doch das landet nicht einfach in der Pfanne. Nö, sondern... So, die marinieren wir jetzt ein bisschen vor. Und zwar mit Teriyaki-Soße. Tolles Ding. Sojasauce, leicht angedickt, etwas süßlich. Etwas Chili-Flocken. Es wird scharf heute. Chinesischer Knoblauch darf natürlich auch nicht fehlen. Sein Vorteil, er ist milder als der europäische Knofi. So, Knofi da rein, kann das schön durchziehen. Zurück zur Suppe und der Mutter aller Fragen. Wer hat die Nudel erfunden? Die Chinesen und die Italiener streiten sich darum, wer die Nudel erfunden hat. Wisst ihr was, das ist mir vollkommen egal. Aber wenn ich so einkaufen gehe, habe ich immer sehr gute Ideen. Auch was die Nudel angeht. Auf zum Shoppen und rein in die Fertigsuppenabteilung. Tja, jetzt kommen wir hier zu einem Thema, diese Fertigsuppen, asiatisch. Liebe Kollegen, die habt ihr garantiert auch zu Hause. Zwischendurch mal als Snack oder wenn der Tag zuvor so ein bisschen viel getrunken hast, esst dir so ein Ding da zum Frühstück, bist du wieder fit. Und die helfen nicht nur nach einem Hangover am frühen Morgen. Leute, aus diesen Fertigsuppen mit dem gesamten Mix kriegst du tatsächlich so einen Burger Bun hin. Und in unserem Fall auch nur mit diesen Nudeln eine Pizza. Gesagt, getan. Doch zuerst müssen die Nudeln in einen Suppentopf. Und dann? Während die Nudeln hier durchziehen, backen wir doch mal eben das Hähnchen. Kleiner Tipp vom Profi. Erdnussöl, das kommt bei asiatischen Gerichten immer gut. Ganz, ganz kurz. 2 Minuten reicht aus. Nur an den Rändern kurz anbacken. Dann bleibt das Fleisch richtig schön saftig. Wichtig, Sesam erst etwas später in die Pfanne geben, sonst wird er bitter. Die Pfanne benutzen wir gleich nochmal. Der Hoffmann ist nämlich sparsam. Ich will nicht so viel spülen. Was machen unsere Nudeln? Die sind fertig. Genauso wie der Hoffmann. Denn was jetzt kommt, versteht er überhaupt nicht. Das hier wird unser Pizzaboden. Das ist bestimmt ein Rezept von irgendjemandem, der keinen Hefeteig machen kann. So, das kann man ein bisschen an die Seite. Jetzt brauchen wir eine Pizzasoße. Und ganz nach Rezept sogar frisch. Von wegen Fertigpizza. Ganz klassisch aus Zwiebeln und Tomaten. Aber so eine Kombination hat der Hoffmann noch nie gebacken, oder? Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, was das hier wird, ganz davon abgesehen, dass es eines der skurrilsten Rezepte ist, die ich in Jahren gemacht habe. Bei Gaumengraus oder Gaumenschmaus, es gibt eine chinesische Fertigsuppenpizza. Nicht nur das Wort ist schwierig, es ist wahnsinnig skurril. Skurril geht's weiter, denn jetzt müssen alle italienischen Zuschauer tapfer sein. In die Tomatensauce kommt das Fertigsuppengewürz. Aber das ist noch nicht alles. Aua! Jetzt steht hier drin, ich soll das Ganze mit etwas Tomatenmark andicken. Ich sehe hier keine Notwendigkeit, aber wisst ihr, Tomatenmark ist, glaube ich, eine Zutat,
die jede Küche immer brauchen. Die sollte immer vorhanden sein. Und deshalb gehe ich mit euch jetzt mal einkaufen und erzähle euch ein bisschen was über Tomatenmark. Die Tomate. Super gesund und auch in der Konserve einfach der Hammer. Aber was wäre die Küche ohne ein gutes Tomatenmark? Und jetzt habe ich nämlich den Einkaufstipp. Wisst ihr eigentlich, dass es das einfach, zweifach und dreifach konzentriert gibt? Und das dreifach konzentrierte ist viel dickflüssiger, kräftiger im Geschmack, wunderbar zum Andicken für Soßen und kostet in der Regel nicht mehr als das zweifach und einfach konzentrierte. Wusstet ihr noch nicht? Hoffmann, der Sparfuchs, hat sogar noch einen Tipp auf Lager. Er röstet das Tomatenmark vorher noch etwas an. Das gibt fürs gleiche Geld noch mehr Aroma. Das stellen wir jetzt an die Seite und dann muss ich das Rezept wieder lesen. Jetzt muss ich die Nudeln mit Ei vermischen. Das kann ich nachvollziehen. Denn durch das Ei verkleben die Nudeln. So wird aus den Fertigsuppennudeln ein Pizzaboden. Wenn ihr nicht so eine große Pfanne habt wie der Herr Hoffmann oder eine andere Pfanne, dann nehmt bitte zwei Pfannen, denn jetzt backen wir einen Pizzaboden. Ja, liebe Freunde, hier könnt ihr jetzt ein Sesamöl, ich nehme Erdnussöl, das darf auch ruhig ein bisschen mehr sein, in die Pfanne, nicht zu heiß. Denn sonst verbrennen die Nudeln, bevor die ganze Pizza backt. Auf den Pizzaboden kommt gleich die asiatische Fertigsuppensoße. Und wie geht's dann weiter, Chefe? Wir geben jetzt hier oben drauf die weiteren Substanzen. Da könnt ihr kreativ sein. Laut Rezept kommen jetzt Mais und eine Handvoll Champignons in die Pfanne. Und was darf beim Hoffmann nie fehlen? Logo, ordentlich Feuer. Unser Hähnchenfleisch, mittlerweile schön runtergekühlt, üppig verteilen. Was darf bei einer Pizza nicht fehlen? Der Käse obendrauf. Danke sehr. Skurril geht's weiter, denn eine normale Pizza käme in einen Steinofen. Diese? Nö. Okay, Käse ist drauf. Jetzt. Und ich habe euch versprochen, dieses ist eines der skurrilsten Rezepte, Hoffmann jemals gemacht hat hier auf unserer wunderbaren Sendung. Das Ding passt natürlich in keinen Backofen. Es wird auch nicht im Backofen gebacken. Nein, das ist die Pizza aus der Pfanne. Da kommt jetzt einfach ein Deckel drauf. Jetzt lassen wir die hier auf kleiner Flamme richtig schön langsam backen. Ob das funktioniert, glaube ich ja nicht. Letzter Schritt zur Fertigsuppenpizza, das Topping. Das besteht aus ein paar Lauchzwiebeln und Koriander. Jetzt wird's spannend. Hat der Deckeltrick funktioniert oder nicht? Tja, eine Pizza aus der Pfanne. Die duftet herrlich. Darauf jetzt ein bisschen. Nehmt nicht zu viel. Klein bisschen Koriander. Frühlingszwiebel geht immer. Liebe Freunde, wenn diese chinesische Fertigsuppenpizza jetzt schmeckt, dann behaupte ich ab heute, dass die Chinesen nicht nur die Nudel erfunden haben, sondern auch das Pizzabacken. So. Italy meets Asia. Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus. Zuerst muss die Jury ran. Wie schmeckt die asiatische Fertigsuppenpizza? Nudelboden finde ich nicht so gut, deswegen sage ich Gaumengraus. Ein bisschen wabbelig im Abgang. Also ich würde es auch privat nicht selber machen. Ne. Das Ding schmeckt gar nicht. Liebe Italiener, ihr macht doch die bessere Pizza. Schick anzusehen, schmeckt aber nicht. Schade.